Aktien, Anleihen, Rohstoffe und natürlich auch Fonds. Die Liste der Anlagemöglichkeiten an den Kapitalmärkten ist lang. Und selbstverständlich lassen sich diese Möglichkeiten auch in Strategien von langfristig erfolgreichen Fondsmanagern umsetzen und in deren Strategien. Man kann diese Strategien kombinieren und man kann investieren. Und genau darüber wollen wir sprechen mit Christian Malek und Christian Müller von der Siegerwest Vermögensverwaltung aus Berlin. Schön, dass Sie da sind, hier auf dem Fondskongress in Mannheim. Herr Malek, Sie haben natürlich hier auf dem Fondskongress sehr viele Gelegenheiten, eben mit diesen Fonds Managern zu diskutieren. Wie ist denn das Stimmungsbild und vor allen Dingen, wie sind die Erwartungen für dieses Jahr? Ja, wir haben diese zwei Tage schon genutzt, ganz intensiv, uns mit den Managern zu unterhalten, in deren Strategien wir investieren, aber auch neue Konzepte kennenzulernen. Und wir können gerne mal zurückschauen, ein Jahr zuvor, 2018, da standen die Aktienkurse nämlich auf den Höchstständen. Entsprechend groß war die Euphorie hier auf dem Fondskongress. Und jetzt, ein Jahr später, wo die Märkte sehr stark gefallen sind, merkt man schon eine gewisse Ernüchterung. Was wir aber feststellen in allen Gesprächen, die wir führen, dass die Fondsmanager teilweise ja richtig mit der Frage davor stehen, warum sind unsere Werte so stark gefallen? Viele Werte haben gerade die Gewinnerwartung erhöht, trotzdem haben die Werte 20-30% abgegeben. Wir sehen also, dass hier eine sehr positive Stimmung vorhanden ist, was das Aufholpotenzial angeht. Und gerade bei den Managern, die sich so mit Werten der zweiten, dritten Reihe beschäftigen, also mit Small Caps, da wird es dann schon interessant, weil die da teilweise in diesen Büchern drin stecken, teilweise im Aufsichtsrat sind und genau wissen, was da passiert. Und die sagen uns unisono, hey, auf dem Niveau haben wir jetzt richtig gute Einstiegsniveaus. Jetzt haben Sie schon die Mid- und Small-Caps angesprochen, aber mal Hand aufs Herz, sind nicht diese sogenannten Nebenwerte gerade auch in turbulenten Phasen eher schwankungsreich und sorgen damit noch für viel, viel mehr Turbulenzen in einem Portfolio? Ja, das hat man im letzten Jahr tatsächlich gesehen, gerade im letzten Quartal haben diese Werte überproportional stark verloren. Wenn man sich aber mal längerfristige Zeiträume anguckt, das haben die Kollegen von Coom Capital gerade im letzten Jahr mal gemacht, die haben sich seit 2001, wo wir also die platzende Internetblase hatten, anschließend die Finanzkrise, dann die EU-Schuldenkrise. Wir hatten also drei Krisen in dieser Zeit, von 2001 bis ins letzte Jahr, fünf Jahreszeiträume angeschaut, und zwar immer rollierende fünf Jahreszeiträume. Und dann verglichen mit dem Index für europäische Small Caps und für großkapitalisierte Werte. Das Interessante ist, dass die kleinkapitalisierten Werte in diesen fünf Jahreszeiträumen nur in 12% aller Fälle zu einem Minus nach fünf Jahren geführt haben, während großkapitalisierte Werte in 33% aller Fälle ein Minus gemacht haben. Und noch interessanter wird es auf der positiven Seite, also die Positivrenditen. Da war es tatsächlich so, dass 28% der Small Caps nach fünf Jahren eine Verdopplung und mehr hatten. Und das war bei den Large Caps nur 1% der Fall. Das heißt, das Rendite-Risiko-Profil für Small Caps ist durchaus besser als das für Large Caps, wenn man es auf fünf Jahressicht sieht. Und so lange sollte man sowieso investieren. Jetzt investieren Sie ja, Herr Müller, nicht nur in andere Investmentfonds und in führende und erfolgreiche Manager, sondern auch in Strategien. Eine solche Strategie ist der sogenannte DAX-Gebert-Indikator. Offen gesagt kannte ich so in der Form nicht. Deshalb helfen Sie uns. Was hat es damit auf sich? Ja, der von Thomas Gebert, einem deutschen Physiker, entwickelte DAX-Indikator basiert eigentlich auch nur auf vier Einflussfaktoren. Berücksichtigt werden dabei die Entwicklung der Inflation, die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank, die Veränderung des Währungsverhältnisses zwischen dem Euro und dem US-Dollar und die Saisonalität. Bekommt man jetzt ein Einstiegssignal für den DAX, realisiert man das mit dem Kauf eines DAX-ETFs, und wenn man ein Ausstiegssignal bekommt, verkauft man das DAX-ETF einfach wieder und bleibt danach am Seitenrand. Man geht also nicht short. Dieser Indikator wurde erstmals 1996 veröffentlicht und hat seitdem eine positive Wertentwicklung von fast 2.800% gebracht. Der DAX hat in diesem Zeitraum nur 400% gemacht. Also eine sehr erfolgreiche Anlagestrategie. Und dann muss ich natürlich nachfragen, wo wir aktuell stehen. Wir sind jetzt Ende Januar 2019 nach ziemlich vielen turbulenten Wochen. Was signalisiert der Gebert-Indikator? Bevor ich zu der aktuellen Positionierung komme, lassen Sie uns auch einen kurzen Blick zurück ins Jahr 2018 werfen. Denn auch in dem Jahr konnte der DAX-Gebert-Indikator eine deutliche Outperformance zum DAX erzielen. Er war im Zeitraum von März 2018 bis Juli investiert und hat in dem Zeitraum eine positive Wertentwicklung von ungefähr 3% erzielt. Ist dann ausgestiegen bei DAX-Ständen von ca. 12.500 Punkten. Das neue Einstiegssignal kam Anfang November. Man hat also dementsprechend fast 1000 Punkte tiefer erst wieder den DAX gekauft, bei Ständen von ca. 11.500 Punkten. Man musste bis zum Jahresende auch hier ein bisschen leiden und hat die Talfahrt mitgemacht. Aktuell sind wir aber fast wieder am Einstiegsniveau und der Indikator bleibt auf jeden Fall bis Ende April
investiert und ich gehe davon aus, dass er sogar darüber hinaus investiert bleiben wird, sodass wir von uns aus sehen, dass wir auch dieses Mal wieder mit einem positiven Anlageerfolg dieses Investment beenden werden. Sehr spannendes Thema. Gucken wir mal, was daraus wird, Herr Malek. Abschließend, natürlich gucken wir nicht nur auf Unternehmensgewinne und nicht auch nur auf Indikatoren, sondern auch auf die gesamtkonjunkturelle Lage. Und da gibt es den einen oder anderen, der durchaus eine Rezession erwartet, wenn man zuletzt den IFO-Index sieht. Der ist auch stärker als erwartet gefallen beispielsweise. Frage an Sie, wäre das nicht Gift für die Aktienmärkte? Sollten tatsächlich diese Abschwungtendenzen weiter zunehmen? Ja, grundsätzlich ist natürlich Rezession immer schlecht, weil es bedeutet, dass das Wirtschaftswachstum zurückgeht. Zurzeit sehen wir diese Gefahren noch nicht, aber es gibt immer mehr Anhaltspunkte dafür. Sollten wir aber tatsächlich in 2019 eine Rezession bekommen, dann komme ich wieder ein bisschen mit Statistik, dann muss das nicht unbedingt schlecht sein, weil dann kann es durchaus sein, dass die Kursrückgänge aus 2018 das schon vorweggenommen haben. Denn in der Vergangenheit, also seit dem Bestehen der Bundesrepublik Deutschland, waren sämtliche Rezessionsjahre positive DAX-Jahre, weil im Jahr zuvor bereits eine ganze Menge passiert ist. Also wenn 2019 wirklich Rezession kommt, kann es durchaus sein, dass viel schon vorweggenommen wurde. Unser Plädoyer, durchaus überwiegen die Chancen. Wunderbar. Dann wünschen wir Ihnen ganz viel Erfolg. Christian Malek, Christian Müller von der Siegerwest Vermögensverwaltung aus Berlin hier auf dem Fondskongress in Mannheim mit Eindrücken von Ihrer Arbeit. Herzlichen Dank und alles Gute für 2019.